So, sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, die Musik noch leise. Ja, herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz nach dem Heimspiel des Steelers gegen die Star Bulls aus Rosenheim. 2:7 der Endstand vor 1793 Zuschauern. Hier oben bei mir bei der Trainer Franz Derr auf der rechten Seite und unser Coach Kevin Godet. Franz, ich möchte dich bitten, ein kurzes Statement abzugeben, vielleicht auch ganz kurz darauf anzugehen. Du hast Josef Meyer gebracht anstatt von Numerical. Was da so die Hintergründe waren? Ja, schönen guten Abend. Ja, ich bin natürlich sehr zufrieden mit meiner Mannschaft. Wir haben natürlich gleich mit dem ersten Tor gleich die ersten Wechsel 1-0 und das, wir waren dann auch sehr schnell die anderen Tore gefahren, das hat uns eine gewisse Sicherheit gebracht und wir haben das ja dann sehr gut runtergespielt, das Spiel. Ich bin sehr zufrieden, weil Bietigheim hat bei uns wirklich hervorragend gespielt, wo man nicht sagen kann, die Mannschaft ist letzter. Das Spiel in Rosenheim, das war taktisch sehr, sehr gut gespielt von Bietigheim, das war wirklich schwer. Also wir haben uns eigentlich schon auf einen harten Kampf eingestellt und dass ich einen Meier-Beppi ins Tor gestellt habe, das war das erste Mal, dass der Miracle, außerdem, dass er verletzt war oder Matchstrafe gehabt hat, ein anderer Torwart gespielt hat in Rosenheim. Das habe ich mit dem Norm abgesprochen. Der hat auch gesagt, er hält sehr gut im Training, man sollte dem auch eine Chance geben. Das ist auch eine Größe von unserem Torwart und nichts kann Menschen mehr stärken als das Vertrauen, das man ihnen entgegenbringt. Und das habe ich dem entgegengebracht. Wenn es nicht geklappt hätte, hätten sie gesagt, ja, ist denn der Stern bescheuert, der tut den besten Torwart mit in der Liga, nicht ins Tor. Aber man weiß nicht, wie die Saison ist lang und das ist ein junger Spieler, der hat sich die Chance verdient und der hat es genutzt. Und das war eigentlich der Grund. Das hat auch nichts mit einem Tabellenstand zu tun, weil man sagt, man fährt jetzt da zum Letzten und dann dürfen wir den Torwart rein. Das hat mit dem gar nichts zu tun. Das war eine intuitive Entscheidung, eine Bauchentscheidung. Der Depp war ich gewesen, wenn es nicht geklappt hätte, aber es hat geklappt und das freut mich natürlich sehr. Ja, Kevin, die Freude ist natürlich eher auf der rechten Seite. Wie sagst du die Partie? Schönen guten Abend. Tut mir echt leid. Wir haben ein super Publikum gehabt heute. 700 Zuschauer und ich habe natürlich gewartet, ein gutes Spiel. Ja, wir spielen sehr gut auswärts. Die letzten 5 auswärts haben wir 3 gewonnen, hatten eigentlich verdient, Hannover zu gewinnen. Und wie Stecher gesagt, in Rosenheim, wir haben gekämpft bis zum Ende. Auch Punkt verdient da. Und der Schiri hat nicht eine Strafe gegeben, letzte 2 Minuten. Und dann kam man zu Hause. Es ist unglaublich. Ja, eine Woche ein Spiel nach die andere, ich denke, es ist vorbei. Ja, es ist vorbei. Und erste Schüsse, erste Tor. Gut Unterzahl gespielt, wir haben keinen Schuss gehabt, dann ein Fehler, 2. Tor. Dann wir gehen die andere Seite, wir haben 4 gute Chancen, die junge Torwart hat alles gehalten, dann sie kommen zurück nochmal, nochmal ein Fehler. Und jeden kleinen Fehler haben sie eiskalt genutzt. Und wir sind in der Lage mit unserer, und ich sage nochmal, ich muss nur meine Meinung geben, weil ich habe das nie gesehen in meinem Leben. In 21 Jahren war ich nie 5-0 hinten nach der ersten Drittel. Und ich gucke das an und sage, wie kann das sein? Und man muss erstmal sehen, dass Rosenheim ist eine sehr, sehr gute Mannschaft. Sie sind ein schneller als uns, sie sind ein anderer Gang, Schnelligkeit. Und wenn man ist so schnell, dann die meisten Mannschaften, was ich gesehen habe, sind schneller. Das ist einfach wie das ist. So man zu gewinnen, man muss taktisch schlau spielen und versuchen, sehr, sehr wenig Fehler zu machen. Und wenn du gibst so eine Mannschaft wie Rosenheim, ein 2-3-0 Führung, die sind sehr schlau, sehr gut trainiert und sie machen sehr wenig Fehler. Und die Fehler, die sie haben gemacht, wir hätten auch Chancen zurückzukommen, die junge Torwart hat das gehalten. Und es geht mit auch mit unserem Selbstvertrauen. Und die, warum zu Hause, wir spielen so, ich bin so stolz, und meine Mannschaft ist aufwärts. Auswärts ist ja geil, und die alle sind glücklich, und wir kommen zu Hause. Wenn wir sind 3-0 hinten, die ganze Bank, in die Ecke, niemand will auf der Mais gehen. You know? Es ist etwas, ich habe nie erlebt. Und ich will nicht zu viel Zeit nehmen, weil ich bin auch sprachlos. Nochmal, ich kann nur sagen, tut mir echt leid.
Ja, bitte. Frage an Kevin Godet. So ein Torwartwechsel nach dem ersten Drittel. Ich denke, Stralli hatte wenig Chancen, da was auszurichten. Soll das ein Zeichen an die Mannschaft sein oder wie ist der Wechsel zu verstehen? Die Problem ist, Torwart ist, wie Sie sagen in der NHL, 70% auf die Mannschaft. Das ist einfach wie das ist. Und Strahli hat hervorragend gespielt auswärts. Ja, drei Spiele hervorragend. Und dann die letzten zwei Heimspiele, wir sehen, die ersten zwei Tore von ihr beiden Spielen, kann nicht reingehen. Na, kann das reingehen? Ja. Aber 10 Schüsse und 5 Tore in der ersten Drittel ist zu viel. Ja, das war Fehler, unglaublich Fehler von uns, von meiner Verteidigung. Ich habe natürlich nach 5-0, wir brauchen Strahli nächstes Spiel in Bremerhaven. Und wir brauchen ihm sein Selbstvertrauen und ich wollte eigentlich ein bisschen Zeit geben und auch die zweite Junge, das wir haben, ein bisschen Eiszeit geben. Gibt es weitere Fragen von Seiten der Presse? So, dann würde ich die PK an der Stelle gerne beenden. Für uns geht es weiter am Freitag in Bremerhaven. Und das nächste Heimspiel dann am 3. Januar zu Gast dann, der ST Rissersee. Ich wünsche uns allen, sowie unseren Gästen natürlich, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich hoffe, wir sehen uns wieder am 3. Januar und in diesem Sinne kommen Sie gut rein. Schönen Abend noch. Danke.